Damen und Herren, werde ich Ihnen das Großartigste zeigen, was Ihre Augen je erblickt haben. In seiner Welt war er ein König, aber nun kommt er zu Ihnen als Gefangener. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Kong, das achte Weltwunder. Das ist unmöglich. Und damit herzlich willkommen zurück bei Peter Jacksons King Kong. Wir sind jetzt gerade hier und müssen uns von den Fesseln befreien. Sie haben uns zurück nach New York gebracht. Oder sie haben uns nach New York gebracht. Da waren wir ja noch nie. Ah, ja. Wir können uns das befreien. Und jetzt läuft ein wilder, 8 Meter großer Gorilla in New York. Und das ist das finale Level. Oder es gibt danach noch ein, zwei oder so, oder das in New York an sich das letzte. Und das ist auch das Schwierigste, also das ist echt schlimm. Da habe ich an der PS2 schon teilweise echt, ich war echt am Verzweifeln teilweise. Und da war die Steuerung ja noch in Ordnung im Vergleich zu der am PC. Also es wird interessant, sagen wir es mal so. Die Zeit von der Mission, die hier ist, hängt ganz davon an, wie was macht. Man muss einfach zum Empire State Building gehen. Und da kann die Mission... Nein, scheiße. Die kann variieren, die kann... Keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten sein. Aber die kann auch 2 Stunden sein oder so. Komm, wir müssen das Auto nehmen. So, mal gucken. Ey, hat er das gehört? Nein! Scheiße. Weg, weg, weg. Fuck. Los, weg. Hört ihr es? Es ist Hayes seine Stimme. Alter. Komm schon ganz ruhig. Jawohl, komm her. So, ich hab... Spring, King Kong, spring! Jawohl, sehr gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Natürlich Empire State Building, ist klar. Gibt Sinn. Aber ansonsten... Bleib doch mal hier! Sehr gut. Das nehme ich jetzt mal. Scheiße, scheiße, scheiße. Los, los, los. Alter, diese Steuerung mit der Beschleunigung. Weil das halt schneller rennt, die ist so scheiße. Also. Komm her. Nein, ich brauch dich. Guckt es euch an mit der Kamera, Alter. Das ist so scheiße jetzt gerade eben. So, jetzt. Nein, Alter, nicht dein Ernst. Nimm sie. Gut. Auf jeden Fall sind wir schon mal richtig. Schmeiß doch. Sehr gut, genau. Wir müssen die Sachen jetzt kaputt machen. Alter. Oh. Alter. Eins, was ich nicht vermissen werde, ist die Kamera. Wenn man Kong spielt. Aber die Atmosphäre, die ist schon ziemlich nice von dem Spiel. Leider ist halt, wie gesagt, die Kameraeinstellung von Kong am PC ein bisschen scheiße. Naja. So. Müssen wir das Ding hochheben. Das ist für King Kong kein Problem, wenn er jetzt nicht abgeschossen wird. Und weil wir jetzt Platz geschafft haben, denke ich, müsste das auch so gehen. Genau. Los, Platz da. Genau. So, ihr seht schon, hier. Ja, schnell, lauf einfach weiter, komm. Lauf einfach weiter. Die gehen dich hier nichts an. Nein! Was machst du denn? Alter. Einfach weiter, einfach weiter.
keine Chance. Schießt ihn ab! Komm und hol mich! Feuer einstellen! So, wir haben jetzt ein Problem weniger, denn sie lassen uns in Ruhe, weil wir N aufhaben. Jetzt müssen wir ganz nach oben auf das Empire State Building klettern. Oh, scheiße. Was war denn das? Können wir die schlagen? Oh, scheiße, Alter. So viel zum Thema, sie lassen uns in Ruhe. Okay. Das war jetzt ein bisschen scheiße von mir, dadurch habe ich die Atmosphäre ein bisschen zerstört. Entschuldige dafür. Aber jetzt gleich kommt wohl eine der bekanntesten Szenen überhaupt in King Kong. Ich denke, ihr alle wisst, was das ist. Das Blöde daran ist halt, egal wie viele Flugzeuge man zerstört, man stirbt. Das ist halt ein geskriptetes Event, das ist scheiße. Das ist leider so. Komm, komm. Komm, zieh deinem Tod ins Auge. Ich werde trotzdem versuchen, wenn möglich, noch einige zu töten oder zu zerstören, bevor sie mich töten. Das war jetzt nicht so toll. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Geil. Aufpassen, los. Kong. So. Jawohl. Das war jetzt scheiße. Jawohl, schick. Das läuft gar nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe. Ich habe mir gedacht, das wird übelst scheiße. Das Ende ist auch übelst scheiße, wenn Kong stirbt, aber bis jetzt schlage ich mich gar nicht so schlecht. Oh. Jawohl, ich habe ihn noch erwischt. Schön. Scheiße, schlag ihn doch. Jetzt habe ich ein Problem. Also das halte ich nicht mehr lange aus. Gut. Ja, von zwei Seiten, das ist sowieso unfair. Das macht nichts, hast du verdient, Alter. Komm, Kong. Kämpf um dein Leben. Genau, sehr gut. Noch einer. Und die Musik, die hört auch nicht auf, das merkt ihr wahrscheinlich auch schon selber. Die hören wir ein letztes Mal dann, aber auch dann die ganze Zeit. Scheiße. Ich glaube, das war's, oder? Ja, das war's. Weitergehen, Leute! Die Show ist vorbei! Die Flugzeuge haben ihn abgeschossen! Das waren nicht die Flugzeuge. Die Schöne hat das Biest getötet. Und das, meine Freunde, ist das Ende von Peter Jacksons King Kong. Leider noch ein bisschen ein Bug gerade eben, dass sie nicht ihre Lippen bewegt haben, aber anscheinend ist das für diese Szene von dem Spiel an sich ein Fehler. Keine Ahnung wieso.
aber habe ich schon bei mehreren Let's Plays gesehen, dass da die Stimme ein bisschen rumgebackt hat oder halt die Mundwinkel sozusagen. Ja, das war's für Peter Jacksons King Kong. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, auch meine Schreckmomente, aber nach wie vor ein geiles Spiel. Und meiner Meinung nach auch eines der besten Spiele, die ich überhaupt gezockt habe. Ja, ich muss sagen, ich hab nicht so mega krass viele Spiele gezockt, aber schon einige. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich finde es sehr geil. Und wenn man die Grafik von dem 2005er Niveau bedenkt, ist das ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Auch grafisch, technisch nicht schlecht. Wenn man jetzt noch so einen HD-Modus oder so, wo die Texturen verbessert würden, alles so realistischer aussehen würden. Alter, das wäre so geil. Ich würde das Spiel Tag und Nacht suchten. Leider gibt es zu diesem Spiel keinen Nachfolger. Was ich sehr traurig finde. Ist aber auch ein bisschen logisch, weil King Kong, es gibt keine Weiterführung von King Kong. Ist ein bisschen traurig, aber so eine Art von dem Spiel nochmal, so eine Art, das würde ich mir wünschen. Gibt es leider nicht. Aber naja, man kann nichts dagegen machen. Ist einfach so. Vielleicht wird ja noch irgendwas kommen. Das würde ich geil finden. Aber naja, ich weiß nicht, ob das so sein wird. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ist halt ein bisschen traurig mit dem Ende, dass man das nicht ändern kann. Allerdings kann man das doch ändern, ja. Bei diesem Spiel ist es möglich, dass man Kong rettet. Man muss das Spiel zu 100% durchgespielt haben, wie wir es gerade eben haben, soweit ich weiß. Da gibt es ja nichts wirklich zum Sammeln oder so, dann müsste das eigentlich 100% durch sein. Und dann, wenn man halt Tiere tötet und dann so, je besser man das macht, im Spiel kriegt man halt Punkte. An sich kriegt man Punkte, je besser man es macht, desto mehr Punkte. Wenn man am Ende das Spiel durch hat und noch 250.000 Punkte, dann kann man das letzte Level, wo Kong stirbt, neu spielen. Und da kann man sozusagen Geschichte neu schreiben. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Eigentlich hätte ich Bock drauf. Also mal gucken, wie viele Punkte ich jetzt habe. Wenn ich genug Punkte habe, dann werde ich es machen. Wenn ich noch einiges spielen muss, dann gucke ich mal, ob ich es mache. Auf jeden Fall ist es halt so, da muss man halt lange durchhalten. Und dann irgendwann kommt Jack, steigt in ein Flugzeug, fliegt hier rum und rettet Kong. Und dann wird Kong zurückgebracht auf seine Insel und darf weiterleben. So ist das Ende. Ist das nicht so krass umfangreich, aber es ist zumindest ein schönes Ende. Ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben wollt. Ich habe übrigens außerdem noch keine Ahnung, wie lange die Credits jetzt gehen. Aber ich denke, die müssten bald zu Ende sein. So lange von Transformers Rise of the Darkspark kann es ja, glaube ich, nicht sein, denke ich. Ja, das war übrigens erst mein zweites Let's Play, das ich abgeschlossen habe. Die anderen, die ich angefangen habe, sind immer noch dabei. Die habe ich noch nicht abgeschlossen. Das ist erst das zweite nach über einem Jahr YouTube. Bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Naja, aber auf dieses Spiel hatte ich halt übelst Bock, deswegen habe ich das auch so relativ konstant durchgezogen. Hat auch eigentlich ziemlich gute Bewertungen gehabt, vor allem in Punkt Atmosphäre, da hat es echt richtig krasse Bewertungen gehabt. Und ich finde es auch ein richtig geiles Game einfach, wenn man jetzt die Bugs wegmachen würde, ziemlich gutes Spiel. Das würde ich echt so gerne haben, so ein Bugfix, dann noch so HD-Texturen. Und dann würde es richtig geil werden, das Spiel. So da, zum Beispiel den Part, wo N einfach nur gegen die Wand gelaufen ist und das war's, das fand ich ein bisschen gestört. Hat dann zum Glück nicht wirklich einen Einfluss auf das Spiel genommen, weil die ist dann noch hinterhergekommen. Aber bei manchen, die das gespielt haben, da war es teilweise echt so schlimm, dass sie es neu starten mussten, das Spiel. Hatte ich bisher in den ganzen Jahren, wo ich das Spiel gespielt habe, zum Glück noch nie das Problem, dass ich es machen musste. Ja, am PC sehen die Grafiken halt natürlich noch besser aus, wenn man alles halt da mehr Einstellungsmöglichkeiten haben und so. Dann ist klar, dass da ein Ticken besser ist und so. Aber Grafik nicht schlecht, muss man sagen. Ja, und ich wiederhole mich tausendmal. Ich weiß echt nicht, was ich noch sagen muss oder soll.
soll, muss, ist ja scheiße ausgedrückt. Naja. Falls es nicht... Genau. Das kann ich auch noch sagen. Falls ihr es und ich bemerkt habt, wenn man auf meinen Kanal drauf geht, da gibt's einmal ja mein Profilbild, dann meinen Kanalbanner und nebendran gibt's dann noch solche... Gibt's solche Links. Einmal so zu meinem Facebook-Profil oder meiner Facebook-Page, dein Google Plus-Account und so, kennt ihr ja alles. Und dann gibt's noch so einen Link, wo drauf steht Spielewunsch. Da... Oh, es ist gerade fertig, okay. Da könnt ihr alle eure Spiele eintragen, die ich für euch demnächst Let's Playen soll. Oder die ich letztes Mal bringen soll. Könnt ihr alle eintragen. Und dann gucke ich mir das mal an. Und wenn ich Bock drauf habe, dann werde ich das auch machen. So, sehen wir weiter. Gut gemacht, Sie haben das King Kong Spiel erfolgreich beendet. Möchten Sie speichern? Ja, ich möchte speichern, wenn es genehm ist. So, das Profil wird geladen. So, gucken wir mal in den Extras vorbei. Hier, ihr seht Spielfortschritt 100%. Gesamtpunktzahl steht an 0 Punkte, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hier seht ihr alle möglichen Bonus. Boni heißt es ja. Hier, das wäre dieser King Kong Retten Bonus. Ich habe keine Punkte, warum auch immer. Okay. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das da irgendwas verändern kann, weil normalerweise ist es bei dem Spiel so, wenn man 0 Punkte hat, dann ist es daran, wenn man gecheatet hat. Also wenn man gecheatet hat, dann kriegt man automatisch 0 Punkte und muss das Spiel dann nochmal neu spielen, wenn man Kong da retten will in dem Level. Ich habe aber nicht gecheatet. Kann ich leider nicht beweisen oder nicht wirklich beweisen. Aber ich kann schon mal so sagen, doch, das kann ich beweisen. Stimmt. Wenn man nämlich ins Pausenmenü geht und nicht gecheatet hat, dann steht da, wenn man gecheatet hat, dann steht da noch so ein Nebenspiel speichern, Optionen und so steht da noch so ein Reiter für Cheats. Und wenn da nichts steht, dann hat man nicht gecheatet. Und ich habe nicht gecheatet und habe jetzt 0 Punkte, warum auch immer. Ja. Trailer könnte ich euch zeigen, möchte ich aber nicht, weil ich dann sonst Copyright-Probleme bekomme. Ansonsten kann man, glaube ich, nicht wirklich noch was machen, oder? Optionen, nein, die sind bloß eine Spieloption. Nee, kann man, glaube ich, nicht. Wir können nochmal alle die Levels angucken, die es hier gibt. Hier, ihr seht, Punkte 0, warum auch immer. Also es sind schon einige Levels, die wir da durchgenommen haben. Auf jeden Fall einige. Ja. Alter, das sind... Ja. Die haben es auf jeden Fall in sich gehabt. Naja, hier seht ihr noch die Venture als schönes Abschlussbild. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal. Und bis dann. Ciao.